Kato! 25. Januar 2015. Die Griechen wählen eine neue Regierung. Zum ersten Mal in der Geschichte der EU gewinnt eine linksextreme Partei, die Syriza, geführt von Alexis Tsipras. Für eine Mehrheit im Parlament braucht der junge Politiker einen Koalitionspartner, die kleine rechtsradikale Partei ANEL. Beide Parteien haben sich gegen die Sparpolitik ausgesprochen. Werden sie ihre europäischen Partner und den IWF von ihrem Kurs überzeugen können? Denn die fordern Reformen, Steuererhöhungen und drastische Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben. Die Menschen waren müde. Sie waren enttäuscht und hatten die Schnauze voll von den Vorgängerregierungen. Ihre Politikmüdigkeit war nur allzu verständlich. In den Wahlkämpfen war immer alles Mögliche versprochen worden. Aber niemand hatte dem Volk die Wahrheit gesagt. Auch als sich die Situation immer weiter verschlimmerte, hörte man von den Parteien nur Durchhalteparolen. Aber das tägliche Leben wurde von Tag zu Tag unerträglicher. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Griechen verfielen von einem Extrem ins andere und wählten Tsipras. Diese Popularität ist verständlich. Am Anfang hat jeder neue Machthaber eine weiße Weste. Der Ministerpräsident ist noch jung. Seine Regierungsriege dagegen ist alles andere als jung. Tatsächlich hat sie das höchste Durchschnittsalter aller Regierungen der letzten 40 Jahre. Aber sie musste sich noch nie in der Praxis beweisen. Syriza kam nicht zufällig an die Macht. Der Wahlsieg von Alexis Tsipras hat eine lange Vorgeschichte. Sämtliche Vorgängerregierungen, ob von der Rechten oder Linken, hatten versagt. Sie hatten weder Reformen eingeführt, noch die Wirtschaft wieder in Gang gebracht oder für Gerechtigkeit gesorgt. Das Vertrauen war erschöpft. Mit Papandreou war ich befreundet. In den 90er Jahren waren wir Minister für europäische Angelegenheiten. Auch mit Samaras verstand ich mich gut. Aber es bewegte sich nichts. Und man hatte den Eindruck, dass einige Leute aus der Krise Profit schlugen, während das Volk verarmte. Da erschien Syriza als letzter rettender Strohhalm. Syriza wurde wegen ihres Versprechens gewählt, den rigiden Sparkurs einfach beenden zu können, indem sie bei den Verhandlungen Härte bewies und dem Volk dadurch das verlorene Paradies zurückbringen würde. Am besten lässt sich das durch einen Satz auf den Punkt bringen, den Herr Tsipras während seines Wahlkampfes im Januar in Chania auf Kreta verkündete. Wir geben den Takt vor und die Gläubiger werden nach unserer Musik tanzen. Θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν. Ή μάλλον καλύτερα, μιας και βρίσκομαι στην Κρήτη. Seine Wahlkampagne basierte auf einem Programm, das mit den Bedingungen für einen Verbleib in der Eurozone absolut unvereinbar war. Ihm war klar, dass er in vielen Punkten das Gegenteil dessen machen musste, was er den Griechen versprochen hatte. Damit hatte er ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich hatte Tsipras vorher getroffen. Er war hier in Berlin gewesen. Und wir hatten lange diskutiert. Und er hatte mir erklärt, dass er diese Politik für falsch hält. Aber dass er natürlich unter allen Umständen möchte, dass Griechenland im Euro bleibt. Und ich habe ihm gesagt, wenn Sie den Wählern in Griechenland versprechen, dass sie im Euro bleiben, aber dass es keine Konditionalität gibt für die Programme,
dann werden sie ein Versprechen abgeben, das sie nicht werden halten können, wenn sie die Wahl gewinnen. Und deswegen war ich eigentlich an dem Wahlabend nur gespannt, oder nach dem Wahlabend, wie er das nun machen wird. Wie er aus dieser Falle, die er sich selber im Wahlkampf gestellt hatte, herauskommen wird. Als mildernder Umstand gilt, dass Syriza nicht damit gerechnet hatte, an die Macht zu kommen. Deshalb hatte sie kein richtiges Programm. In der Opposition lautstark mehr Demokratie und größere Rechte zu fordern, ist einfach. Aber jetzt musste Syriza plötzlich regieren, ohne darauf vorbereitet zu sein. Außerdem gibt es in dieser Partei verschiedene Tendenzen, aber keine klare Antwort auf die Frage, was genau will Syriza? Die Partei sucht sich noch. Das ist ihr Problem. Wir wollen unseren Staat reformieren, aber weil er tiefgreifende Reformen braucht, nicht weil unsere europäischen Partner sie von uns fordern. Und nur eine linksgerichtete Regierung wie die unsere ist in der Lage, sie durchzuführen. Das alte System hatte eine Regierung, die in der Verwaltung auf Vetternwirtschaft setzte. So bildete sich ein Regime, in dem große Interessenkonflikte herrschten. Aber wir gehörten nicht dazu. Wir haben uns an diesem System nie beteiligt. Deshalb können wir die tiefgreifenden Reformen auch umsetzen. Alexis Tsipras gewinnt die Wahlen mit 36%. Nicht gerade ein glorreicher Sieg. Ich habe ihm mal gesagt, wenn ich mit deinem Programm Wahlkampf gemacht hätte, hätte ich 80% erreicht. Der Sieg von Syriza ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um eine radikale Partei handelt, die in unserem politischen System keine große Rolle spielte. Dank der Krise ist sie 2012 von 4 auf 16% geklettert. Bei den Europawahlen 2014 erreichte sie 26% und im Januar 2015 schließlich 36%. Aber ein überwältigender Sieg ist das nicht. In den letzten 40 Jahren sind in Griechenland weit größere Mehrheiten erreicht worden. Was war denn Syriza? Eine Partei, die zwischen 2 und 4% der Wählerstimmen bekam und aus zuweilen recht interessanten Linken bestand, die die ganze Bandbreite von sozialdemokratisch bis extrem links abdeckten. Dazu kamen einige enttäuschte Überläufer, sowohl von der Nea Demokratia als auch der PASOK. Syriza ist keine Partei, sondern ein Sammelbecken von Bewegungen, Tendenzen und Splittergruppen. Von Strömungen, wie man es von den Sozialisten in Frankreich sagen könnte. Also keine geschlossene Einheit. Das habe ich bei meinen langen Verhandlungen mit Alexis Tsipras festgestellt. Er spricht im Namen der Regierung, muss sich aber ständig mit den verschiedenen Lagern innerhalb seiner Partei abstimmen, um sicherzugehen, dass er den Rückhalt sämtlicher Interessengruppen hat, aus denen sich Syriza zusammensetzt. Syriza setzt sehr auf Nationalgefühl und Patriotismus. Das zeigt sich auch bei der Wahl von Bündnispartnern. Um eine Regierung bilden zu können, hat sie sich mit der Partei der unabhängigen Griechen von Herrn Kamenos zusammengetan. Unsere Regierung reicht also von der extremen Linken bis zur extremen Rechten. Eine Fraktion in der Syriza will zurück zur Drachme, eine andere will in der Eurozone bleiben und der Rest ist wankelmütig. Η νίκη μας είναι ταυτόχρονα και νίκη όλων των λαών της Ευρώπης που αγωνίζονται ενάντια στη λιτότητα που καταστρέφει το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον ήλιο της δημοκρατίας, τον ήλιο της αξιοπρέπειας. Θα τα καταφέρουμε. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας.
Ich habe ihn gleich nach der Wahlnacht am Montagmorgen angerufen, um zu gratulieren. Wir waren uns schnell darüber einig, welchen Kurs wir einschlagen würden und dass er umgehend nach Brüssel kommen müsse, wo er am 4. Februar eintraf. Wir haben schnell festgestellt, dass es trotz aller politischer Unterschiede und Abweichungen Sympathien zwischen uns geben konnte. Auf rein persönlicher Ebene hatte ich mit Alexis Tsipras keinerlei Probleme. Im Gegenteil. In Deutschland, Österreich oder den Niederlanden wurde sogar darüber gewitzelt, wie sanft ich mit ihm umgegangen sei. Anfangs haben wir überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und es waren 3 Sitzungen der Eurogruppe nötig, um einen Kompromiss zu finden, einen Plan, der Folgendes vorsah. Bis Ende April wird das bestehende Programm weitergeführt. In den folgenden 1,5 Monaten entwickeln wir dann die sogenannten Further Arrangements. Sie sollten den künftigen Kurs umreißen. Für die Kommission war das ein 3. Kreditprogramm. Nicht so für die Griechen, sie wollten ja aus dem Troika-System aussteigen, etc. Ich hatte ja gleich gesagt, in einer Sitzung der Kommission, in Anwesenheit des Vizepräsidenten Dombrovskis, mit diesen Jungs werden wir bis zum Schluss Ärger haben. Die Strategie Griechenlands habe ich nie richtig verstanden. Und Hand aufs Herz, nach allem, was wir bis jetzt erlebt haben, glaube ich auch nicht, dass Griechenland jemals eine Strategie hatte. Der Kurs ergab sich eher spontan, von Tag zu Tag. Yannis Varoufakis ist Wirtschaftswissenschaftler und Spieltheorie-Experte. Er steht Alexis Tsipras nahe und wird am 27. Januar 2015 zum Finanzminister ernannt. Er soll nun offiziell die Verhandlungen mit der Eurozone führen. Varoufakis begreift sich als unorthodoxer Marxist. Varoufakis ist natürlich eine Persönlichkeit. Er hat Charakter und ein gewisses Image. Aber von diesem Bild muss man loskommen. Denn ich bin überzeugt davon, dass er und Tsipras ihre jeweilige Rolle ganz genau festgelegt hatten. Dennoch, ich werde ihn immer als einen Mann in Erinnerung behalten, der wirklich seine Vision der Welt hatte. Und die hatte mit dem heutigen Europa nichts zu tun. Er erklärte mir die Theorie von Keynes, das Grundproblem sei das Wachstum. Sobald sich ein Wachstum abzeichne, würde es Einnahmen geben, die Schulden würden sinken und so weiter. Ich sagte, alles schön und gut, was du mir da erzählst. Wenn wir beide jetzt auf einem Parteikongress der Linken in einem rauchgeschwängerten Saal säßen, würden wir sicher zu einer Einigung kommen. Aber Wolfgang Schäuble ist kein Linker und er raucht auch nicht. Ihn wirst du mit solchen Theorien nicht überzeugen. Es gab verschiedene Phasen, mehrere Monate lang bis zum Treffen der Eurogruppe in Riga. Das war ein dramatischer Moment, den Varoufakis bewusst aufgebaut hatte und auf den Schäuble reagierte. Es war wie ein Rollenspiel. Der eine provozierte, worauf der andere triumphierte. Sehen Sie selbst, mit diesem Mann kann man nicht diskutieren. Varoufakis ist der lebende Beweis dafür, dass Griechenland mit seiner momentanen Regierung keinen Anspruch auf einen Platz in der Eurozone hat. Da wäre es fast zum Bruch gekommen. Herr Tsipras und seine Kollegen führten ihre Verhandlungen mit Europa so, wie sie es innerhalb ihrer Partei, die ja gar keine ist, gewohnt waren. Ich will nicht sagen, dass sie sich wie Amateure aufführten, ganz bestimmt nicht, aber sie waren nicht sehr professionell. Varoufakis war also der Mann, der nicht nachgeben durfte. Er wollte nicht verhandeln, zu keiner Zeit. Auf allen Treffen der Eurogruppe, und ich glaube, das waren seit Februar insgesamt 17, stellen Sie sich das vor, davon 7 allein im letzten Monat. Auf allen Treffen spielte er einfach nur auf Zeit. Er wollte gar nicht, dass ich etwas tat. Das war sein Auftrag.
Nie hat er irgendetwas entschieden. Er ging immer erst mal aus dem Saal und telefonierte mit dem Ministerpräsidenten. Insofern war das Ganze rund um Varoufakis auch, ja, witzig und sorgte für einige Anekdoten. Trotzdem muss man erkennen, dass das Absicht war und darf seiner Persönlichkeit nicht zu viel Gewicht geben. Meiner Meinung nach war das reine Strategie, alles vorab geplant. Das hat ja auch funktioniert. Bis zu dem Moment, als eine Kleinigkeit das ganze Bild ins Wanken gebracht hat. Im Grunde wollten uns die Griechen ablenken, unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten, den Europäischen Rat oder die Eurozone. Sie haben es bewusst vermieden, Themen wie Sparpolitik und Schulden anzuschneiden. Juncker hat ein wenig Recht und Moscovici hat auch ein wenig Recht in seiner Analyse. Ich denke, Tsipras wusste, dass er das Versprechen, wir bleiben im Euro ohne Programm, nicht wird halten können. Also musste er ja Zeit gewinnen. Und dann hat er versucht und dann hat er natürlich gedacht, er wird so viel Unterstützung bekommen von vielen in Europa und außerhalb Europas, die sagen nein, also und das ist die Analyse von Pierre Moscovici, bis an den Rand zu gehen, um zu sagen, das darf doch nicht passieren und dann werden alle sagen, ja, das darf nicht passieren. In den Institutionen der Eurozone arbeiten vorwiegend Beamte mit konservativem und sozialdemokratischem Hintergrund. Sie spüren jetzt, wie schwierig es ist, mit Vertretern einer linksradikalen Partei zu verhandeln, die zwar Finanzhilfen fordern, aber die damit verbundenen Reformen nicht akzeptieren. Die Nominierung von Yannis Varoufakis hat die Situation sicher nicht erleichtert. Er braucht nicht lange, um seine Verhandlungspartner zu brüskieren. Allen voran Wolfgang Schäuble. Das zweite Hilfspaket gilt bis zum 30. Juni. Falls man sich bis dahin nicht über die Reformen einig ist, winkt der Staatsbankrott. Doch in Griechenland selbst tut sich wenig. Seit Syriza die Wahlen gewonnen hat, ist alles zum Stillstand gekommen. Wir sind noch keinen Schritt weiter. Die Regierung steckt ihre gesamte Energie in die Verhandlungen, die sie angeblich mit Härte führt. Die meisten glauben sogar, sie würde versuchen, Vorteile für die griechische Bevölkerung herauszuschlagen. Aber im Kampf gegen die Steuerhinterziehung oder in anderen Bereichen der Tagespolitik bewegt sich hier wirklich absolut überhaupt nichts. Hier, drei verschiedene Varianten des gleichen Steuergesetzes. Die Kollegen müssen sie vergleichen und uns ihre Zusammenfassung geben. Hier genau das Gleiche. Ständig gibt es neue Gesetze in Griechenland. Sie ändern sich unheimlich schnell. Jedes Jahr bekommen wir 1000 bis 1200 Rundschreiben mit Änderungen und Interpretationen. Und es gibt dafür kein zuverlässiges Computersystem. Das ist unser großes Problem. Das könnte all unsere Probleme lösen. Auf jeden Fall. Wir sind im Jahr 2015 und unser Computersystem stammt aus den 80er Jahren. Es gab eine Schule mit Weiterbildungen für Finanzbeamte. Aber nach dem ersten Reformabkommen wurde sie geschlossen. Ist das der beste Weg, um zu sparen? Die Weiterbildung der Finanzbeamten zu streichen? Hier hält man Steuerbeamte für Schlitzohren und Betrüger. Aber man würde uns sicher keine Umschläge mit 50, 100 oder 200 Euro anbieten, wenn wir korrekt entlohnt würden, wie überall sonst in der EU. Diese Verleumdung muss aufhören. So sind wir nicht. Es gibt vielleicht einen ganz kleinen Prozentsatz von Kollegen, die sich nicht korrekt verhalten. Aber die gibt es auch im Rechtswesen, in der Kirche, die gibt es überall als kleine Minderheit. Deshalb darf man aber nicht die Mehrheit mitverurteilen. Das geht nicht. Wenn man den einzelnen Bürger betrachtet, gibt es in Griechenland eine Haltung gegenüber dem Staat, die sich von der Haltung der Bürger in den übrigen europäischen Ländern unterscheidet. In Griechenland wird der Staat oft als Feind betrachtet, der einem etwas wegnimmt.
Anderswo ist der Staat eine Instanz, die etwas schafft, und dabei arbeite ich mit. Ich trage dazu bei, dass der Staat, dem ich vertraue, das tun kann, was ich mir wünsche. Was die Verwaltung betrifft, gibt es nach wie vor keine Fortschritte. Die öffentliche Verwaltung funktioniert so schlecht, dass sie nicht von einem Tag auf den anderen reformiert werden kann. Die Verhandlungen müssen endlich zum Abschluss kommen, damit die Regierung sich mit den Problemen hier befassen kann. Daran, wie sie mit diesen Problemen fertig wird, soll sie gemessen werden. Ich bin entsetzt, dass 5 Monate mit Verhandlungen verschwendet wurden, die nur Schaukämpfe waren, um Eindruck zu schinden und uns nicht weitergebracht haben. Aber ich will jetzt Optimist sein und daran glauben, dass wir zu einer Einigung kommen und das Schlimmste verhindern können. Tsipras relative Unbeweglichkeit in Bezug auf Reformen hat 2 Gründe. Zum einen haben wir hier Leute, die noch nie an einer Regierung beteiligt waren. Und dazu kommt eine Administration, die schon immer große Schwächen hatte und nicht unbedingt hinter der Regierung steht, denn sie stammt aus früheren Zeiten. Folglich arbeitet sie nicht besonders effektiv und die Griechen haben schon viel Zeit verloren. Die gesamte Energie der Regierung richtete sich auf die Verhandlungen mit Brüssel. Da blieb nach innen nicht viel übrig. Deshalb wurden in den letzten 7 Monaten auch extrem wenige Gesetzesentwürfe verabschiedet. Unvorstellbar. Dabei ist dies einer der wichtigsten Punkte, einen Rechtsstaat zu schaffen, mit einer funktionierenden Administration, auch im finanziellen Bereich. Es gibt auch sehr pragmatische Aspekte. Der Verteidigungsminister gehört nicht zur Syriza. Er ist der Führer der rechtsextremen ultranationalistischen Partei, mit der Syriza koaliert. Und als Preis für dieses Bündnis fordert er natürlich, dass der Verteidigungsetat unangetastet bleibt. Mit den Reedereien ist es etwas komplizierter, aber wahrscheinlich wollen die auch, dass weiterhin investiert wird, damit sie das Aushängeschild der griechischen Wirtschaft bleiben können, auch wenn da mittlerweile viel outgesourced wird. Während der 25-stündigen Sitzung waren es wir, war es Jean-Claude Juncker, der eisern darauf bestanden hat, über die Besteuerung der Reedereien zu sprechen. Und ich sah, dass Tsipras und seine Kollegen sehr zurückhaltend reagierten. Es ging so weit, dass sich Juncker irgendwann spät am Abend zu mir wandte und meinte, zum Glück sind wir hier, um die sozialistischen Ideen durchzusetzen. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um Tsipras dazu zu bringen, die Reedereien gerecht zu besteuern. 2 Stunden. Ich sagte zu ihm, hör mal, du bist Kommunist, ich bin Christdemokrat. Für dich bin ich ein widerlicher, konservativer Reaktionär. Und ich muss dir erklären, was getan werden muss? Unglaublich. Syriza hat nie gesagt, sie würde die Reedereien besteuern. Sie hat versprochen, gegen die Steuerhinterziehungen vorzugehen und dafür zu sorgen, dass jeder das bezahlt, was er bezahlen muss. Seit sie an der Macht ist, ergreift die Syriza Maßnahmen, oder versucht es zumindest, die in diese Richtung gehen. Aber bis jetzt gibt es diesbezüglich noch keine konkreten Resultate. Einer der Vorteile der Syriza ist, dass ihre Mitglieder nicht, wie vielleicht in anderen Parteien, korrupt sind. Allerdings auch nicht revolutionär, wenn es darum geht, politische oder auch gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen. Yorgos Katrugalos ist der einzige Syriza-Minister, der sich zu einem Gespräch mit uns bereit erklärt hat. 6 Monate lang haben wir wiederholt darum gebeten, an den Verhandlungen beteiligte Regierungsmitglieder interviewen zu dürfen. Vergeblich. Erstaunlich, dass sich eine moderne Demokratie so verweigert. Wir werden mit unseren Partnern eine Vereinbarung treffen. Beide Parteien wollen einen Zwischenfall, eine öffentliche Meinungsverschiedenheit verhindern. Das wäre schlecht für uns. Aber auch auf die Eurozone würde sich das ungünstig auswirken. Wir wollen eine gemeinsame Linie, die es unserer Wirtschaft ermöglicht, wieder Fahrt aufzunehmen. Wir sind durchaus bereit, Kompromisse einzugehen, solange die berühmte rote Linie nicht überschritten wird.
Aber es gibt eine Minderheit, die uns ein demütigendes Ultimatum stellen will, welches wir nicht akzeptieren können. Man will uns weismachen, es gäbe keinen anderen politischen Weg. Es ging darum, uns bis Ende Juni hinzuhalten. In der Hoffnung, dass wir angesichts des drohenden Grexits nachgeben, insbesondere hinsichtlich der Schuldenfrage, dass wir uns mit ein paar symbolischen Reformen zufrieden geben. Das war die Strategie. Und Varoufakis war der Mann, der diese Hinhaltetaktik umsetzte. Ich habe mit Engelszungen auf Alexis Tsipras eingeredet, um ihm begreiflich zu machen, dass wir in der Eurozone 19 Demokratien haben und diese ebenso wie Griechenland respektieren müssen. Auch deren Regierungen haben ein Wörtchen mitzureden, nicht nur die Kommission. Man muss eines wissen, und das tun die Griechen offensichtlich nicht. Die Eurozone hat 6 oder 7 Mitgliedstaaten, in denen der Mindestlohn unter dem in Griechenland liegt. In 5 oder 6 Ländern der Eurozone ist das Rentenniveau deutlich niedriger als in Griechenland. Da sollten sich doch die Griechen, wenn sie sich als Europäer verstehen, die Frage stellen: Wollte ich als Grieche Finanzminister in der Slowakei sein und das dortige Parlament auffordern, Zuschüsse für das griechische Sparpaket zu genehmigen, obwohl das Niveau in allen sozialen Bereichen der Slowakei gegenüber dem in Griechenland dramatisch abfällt? Ende Juni hatten wir uns fast geeinigt. Da war nicht mehr Varoufakis der Verhandlungsführer. Er hat ja nie etwas ausgehandelt. Da kam dann der Premierminister persönlich nach Brüssel. Zwischen Ende Februar und Ende Juni gab es unzählige Treffen, um das Verständnis zwischen Griechenland, der Kommission und weiteren Institutionen zu fördern. Ich habe ganze Nächte mit Tsipras und einigen seiner Minister verbracht. Es ist also nicht so, dass es in der Zeit von Ende Februar bis zum Schluss keine Verhandlungen gegeben hätte. Das war eine äußerst fruchtbare und intensive Phase. Wir haben fast 24 Stunden in einem geschlossenen Raum verbracht. Und da haben wir sicher eine Gelegenheit verpasst. Ich persönlich glaube, Tsipras wäre verhandlungsbereit gewesen. Aber da war jedes Mal dieser Papas dabei, der sagte: Nein, Herr Premierminister, da können Sie nicht nachgeben, das dürfen Sie als Ausgangsbasis nicht akzeptieren. Wir waren schon so nah dran. Aber dann hat es doch nicht geklappt. Trotzdem, viel hat nicht gefehlt. Im Grunde handelte es sich bei der Kluft zwischen den EU-Institutionen und der griechischen Regierung um ein paar hundert Millionen Euro, um den zweiten Sparplan zu Ende zu bringen. Und deswegen gab es immer noch Hoffnung, dass die Eurogruppe am Samstag die Lösung bringen würde. Aber in der Zwischenzeit verkündet Tsipras das Referendum. Und das Treffen der Eurogruppe war furchtbar. Glacial, terrible. Wir waren uns schon fast einig. Die Ankündigung des Referendums kam völlig überraschend. Das Referendum war ein Schlag. Es hat das zaghafte Vertrauen der Mitgliedstaaten, Gläubiger und Institutionen zerstört. Als Tsipras nach dem Europäischen Rat, das war ja ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, plötzlich angekündigt hat, er unterwirft das Programm einem Referendum, und dann auch gesagt hat, er wird in dem Referendum dafür plädieren, es abzulehnen, waren wir alle völlig verwirrt. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτή. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Alexis Tsipras mit Telefon la nuit. Alexis Tsipras hat mich nachts zu Hause angerufen. Ich hatte gerade eine harte Arbeitswoche hinter mir, in der es vor allem um Griechenland gegangen war. Mein Handy hatte ich ausgeschaltet und schlief schon. Er hat sich entschuldigt, sagte, er hätte mich vorher nicht erreichen können. Aber ich war selbst schuld. Ich wollte schlafen. Mit seiner Ankündigung hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Sonst hätte ich ihn vorher angerufen.
Jean-Claude Junckers Reaktion hat mich überrascht. Er empfand das fast als persönlichen Verrat. Denn die Kommission hat sich wirklich von Anfang an bemüht. Was war denn seine Rolle als Präsident dieser Institution und meine als Repräsentant der Eurogruppe? Wir waren so etwas wie ehrliche Makler, aber keine Gläubiger. Deshalb lag die Entscheidungsgewalt letztlich nicht bei uns. Wir stellen Tatsachen fest, bieten Hilfe an und knüpfen Kontakte. Für Juncker kam das einem Vertrauensbruch gleich. Das hat ihn wohl dazu bewegt, am nächsten Tag zu dem Referendum öffentlich Stellung zu beziehen und die Griechen aufzurufen, mit Ja zu stimmen. Juncker ist ein Politiker, aber auch er hat Gefühle. Und in diesem Fall hat er ganz klar das Gefühl, hintergangen worden zu sein. Zuerst ging es darum, Ruhe zu bewahren. Nicht am selben Tag gleich eine Erklärung abzugeben, sondern einen oder anderthalb Tage abzuwarten. Eine Pressekonferenz einzuberufen, nachdem ich alle Fragen beantwortet und zu den Betroffenen gesprochen hatte. Und das habe ich getan. Ich habe die Griechen gebeten, mit Ja zu stimmen, unabhängig davon, wie der Text genau formuliert sein würde. Denn ein Nein würden die übrigen Europäer so interpretieren, dass sich die Griechen vom Euro und von Europa abwenden wollten. Je demanderai au peuple grec de voter oui, parce que se dégagera à partir du vote du peuple grec un signal et pour la Grèce et pour les autres pays membres de la zone euro. Je dirai aux Grecs que j'aime profondément. Aux Grecs que j'aime profondément. Il ne faut pas se suicider parce qu'on a peur de la mort. Die Ankündigung des Referendums hatte Gerüchte zur Folge, die die Sparer dazu bewegten, ihre Guthaben abzuheben. Also haben wir Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, um zu verhindern, dass Geld abfließt. Denn ein massiver Ansturm auf das Sparkapital würde das Bankensystem schwächen. Wenn man Kapitalverkehrskontrollen einführen will, schließt man aus Sicherheitsgründen die Banken, um zu verhindern, dass dort am nächsten Tag Panik ausbricht. In den letzten 5 Monaten hatte sich die Situation immer weiter verschärft. Und natürlich erst recht in den letzten paar Wochen, nachdem die Kapitalverkehrskontrollen in Kraft getreten waren. Sie haben uns daran gehindert, weitere Importe zu tätigen. Und das, obwohl die Touristensaison gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte. Wir hatten keine Waren und konnten die großen Hotels und andere wichtige Kunden nicht beliefern. Aber ich muss auch noch hinzufügen, dass seit Januar rund 35 Milliarden Euro aus unserem Bankensystem abgeflossen waren. Das muss nicht heißen, dass sich diese 35 Milliarden im Ausland befinden, aber sie waren aus unserem Bankenkreislauf verschwunden. Auch wenn es in unserer Gesellschaft Geld gibt, auch wenn unsere Gesellschaft Finanzreserven hat, können wir damit nicht arbeiten, weil die Banken nicht funktionieren. Die großen Vermögen, die es in Griechenland gab, haben das Land verlassen. Da sollten wir uns nichts vormachen. Dieses Geld ist nicht mehr hier. Seltsam ist nur, dass diese vermögende Gesellschaftsschicht, ohne es zu wissen, in dieselbe Richtung geht wie die Syriza-Partei, die ja für eine Rückkehr zur Drachme plädiert. Denn die Oligarchen glauben, dass die Rückkehr zur Drachme es ihnen ermöglichen würde, mit dem ganzen Geld, das sie im Ausland gebunkert haben, alles in diesem Land aufzukaufen. Wir haben hier also eine unbeabsichtigte Interessengemeinschaft von 2 Polen, die eigentlich völlig entgegengesetzte Ziele verfolgen. Ich als Besitzer einer Reederei, die vor allem international tätig ist, wäre von der Rückkehr zur Drachme nicht betroffen. Im Gegenteil. In Dollar umgerechnet würden mich die Dienstleistungen in Griechenland weniger kosten. Nach dem 30. Juni kann die Europäische Zentralbank die griechischen Banken nicht weiter stützen. Die Griechen leeren ihre Konten aus Angst vor der Rückkehr der Drachme. Das wollen die europäischen Mitgliedsländer nicht finanzieren. Am Montag, dem 29. Juni, werden die Banken bis Ende Juli geschlossen.
An den Automaten darf nur noch ein Höchstbetrag von 60 Euro pro Tag abgehoben werden. Ich glaube nicht, dass unsere europäischen Partner das Risiko eingehen werden, Griechenland aus der EU oder der Eurozone zu verbannen. Denn das würde so aussehen, als ob Europa Rückschritte machte. Bisher galt die EU als ein politisches Bündnis, das ständig wächst. Wenn man jetzt aber den Anschein erweckt, jeder könnte nach Belieben ein- oder austreten, dann stände die Zukunft von ganz Europa auf dem Spiel. Syriza glaubte, dass Europa es nicht wagen würde, uns rauszuschmeißen. Ihre ganze Strategie basierte auf dieser Annahme. Wir sollten hart bleiben, denn die Europäer werden davor zurückschrecken, uns auszuschließen. Das hat sich vielleicht geändert. Möglicherweise dämmert es Syriza mittlerweile, dass das auch eine Option sein könnte. Das habe ich übrigens immer gesagt. Ob Griechenland diese Bedingungen erfüllen will, die notwendig sind, um im Euro zu bleiben und sich wirtschaftlich zu erholen, das ist eine Sache, die entscheidet allein das griechische Volk. Welche Entscheidung das griechische Volk trifft, wir werden sie respektieren. Aber entscheiden muss man. Und wenn man im Euro bleibt, muss man die notwendigen Reformen machen. Und wenn man die notwendigen Reformen nicht machen will, muss man die andere Entscheidung treffen. Ich habe nicht eine Sekunde gedacht, dass es tatsächlich zum Grexit kommen könnte. Ich war überzeugt, dass es zu einer Einigung kommen würde. Die Frage war nur, zu welchen Konditionen. Würden sich die Griechen am Ende durchsetzen, weil der Grexit den anderen als ein zu hoher Preis erschien? Oder würden sie nachgeben, weil ihnen der Ausstieg zu teuer zu stehen käme? Griechenland konnte sich einen Austritt aus der EU nicht leisten. Aber auch die EU konnte nicht zulassen, dass im Balkan ein schwarzes Loch klaffte. Ein gescheiterter Staat. Denn genau dieses Schicksal erwartete Griechenland im Falle eines EU-Austritts. Trotz allen Imponiergehabes bin ich ziemlich sicher, dass beide Seiten auf eine Einigung hoffen. Auf eine Lösung, bei der Griechenland in der Eurozone bleiben würde. Aber ich glaube auch, dass Herr Tsipras sein Versprechen halten und keine Lösung akzeptieren wird, die den Interessen Griechenlands langfristig schadet. Ich bin liberal und würde eigentlich Ja sagen. Aber die Vernunft gebietet ein Nein. Ich habe heute Morgen mit Ja gestimmt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Kredite aufgenommen haben. Auch wenn unsere Politiker einen Großteil davon verschwinden ließen, müssen wir unsere Schulden bezahlen. Ob Ja oder Nein ist für uns aus der Mittelschicht eigentlich egal. Aber ich habe mit Nein gestimmt, weil ich hoffe, dass dann etwas passiert. Nein. Ich mag es generell nicht, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe, wenn es heißt, Gesetz ist Gesetz und damit basta. Schon allein, weil die Medien uns beeinflussen, mit Ja zu stimmen. Weil sie mich unter Druck setzen. Sonst würden wir alles verlieren, heißt es. Aus diesem einzigen Grund werde ich Nein ankreuzen. Ja, aus ganzem Herzen. Ja, nicht zur Sparpolitik, aber ja zu Europa. Und von Europa erwarte ich Verständnis dafür, dass so ein rigider Sparkurs nicht mehr möglich ist, dass das Volk leidet. Da muss etwas passieren. Da
vast majority voting yes. We found here that people are in dialogue. It's a question. Meine Entscheidung wurde vor allem vom Ausland beeinflusst, wo es hieß, wenn wir mit Ja stimmen, können wir in der EU bleiben. Ein Nein würde bedeuten, dass wir das gar nicht wollen. Aber ich glaube, dass das griechische Volk weiter zu Europa gehören will. Ich habe Nein gewählt, weil ich kein drittes Reformpaket in meinem Land will. Das gibt unserer Position vielleicht mehr Gewicht bei den Verhandlungen mit unseren Partnern. Ich glaube, ein Nein wird auch die Regierung stärken. Ich hoffe nur, dass die Verhandlungen weitergehen, unabhängig davon, wie das Referendum ausfällt. Und vielleicht kommt es ja auch zu einem Schuldennachlass oder sonst einer Erleichterung. Auf jeden Fall soll Europa Griechenland keine weiteren barbarischen Maßnahmen auferlegen. Ich bin aus tiefstem Herzen für Europa. Wirklich. Es rührt mich, wenn ausländische Freunde mir schreiben, dass Europa ohne Griechenland keinen Sinn mehr hätte. Denn sie glauben, dass die gesamte europäische Kultur auf der griechischen Kultur basiert. Das heutige Europa ist nicht mehr das von Mitterrand, Kohl oder Delors. Es ist technokratischer geworden. Das Europa aus der Anfangszeit gibt es nicht mehr. Aber dass Griechenland so patriotisch wird, dass es stolz auf ein Nein wäre, es als einen Sieg ansehen würde, das hätte ich von meinem Land nicht erwartet. J'avais dit, je crois, vendredi, qu'un nom grec à une question qui ne se posait plus signifierait que la position de négociation de la Grèce serait affaiblie. Elle fut très affaiblie ce soir. Et donc, je m'attends à ce que d'ici vendredi matin, nos amis grecs fassent des propositions conclusives. Et nous verrons d'ici dimanche, mais après une étape intermédiaire vendredi, vers quelle solution nous allons nous diriger. Je n'exclus aucune hypothèse. Je me demande parfois. Manchmal frage ich mich, ob die griechische Regierung nicht eine sehr zynische Regierung ist. Es ist doch eine wirklich unglaubliche Leistung, die Griechen mit Hilfe von antieuropäischer Propaganda dazu zu bringen, ein Programm abzulehnen, um dann einen Monat später ein Programm vorzuschlagen, das viel härter ist als jenes, das vom griechischen Volk abgelehnt worden war. Das ist schon eine Leistung. Aber ist es wirklich eine Leistung, ein Volk in die Irre zu führen? Ich verstehe nicht, warum dieses Referendum durchgeführt wurde. Ich nehme an, dass ihm ein Beschluss zugrunde lag, der innerhalb der Syriza, innerhalb der Regierungskoalition gefasst wurde. Wie konnte der Premierminister glauben, dass ein Abstimmungsergebnis von 60, 70 oder noch mehr Prozent seine Verhandlungsbasis stärken könnte? Das hat noch nie funktioniert. Das Referendum ist eine Manipulation, die dem griechischen Volk schmeichelte. Aber eigentlich wurde es damit getäuscht. Man tat, als ginge es um eine entscheidende Frage. Dabei diente das Referendum Herrn Tsipras lediglich als Bestätigung. Das war kein wirklicher Volksentscheid, sondern eine Demonstration der Beliebtheit von Herrn Tsipras.
Er hatte die Wahl, entweder ein Abkommen zu unterzeichnen, welches sowohl innerparteilich wie auch in der griechischen Öffentlichkeit zu Problemen geführt hätte. Oder das Volk erneut um ein Mandat zu bitten. Das war schon eine riskante Sache. Aber er wirkt wie jemand, der kein Risiko scheut. Er wusste, dass das Referendum stattfinden würde, während die Banken geschlossen waren. Trotzdem hat er sich dafür entschieden. Er hielt dieses zusätzliche Handicap für überwindbar. Also bat er um eine Bestätigung seines Auftrags. Und die hat er erhalten. In unerwartet hohem, in zu hohem Maße. Selbst er hätte nicht mit 61% der Stimmen gerechnet. Wenn ein Grieche sagt, ich stimme mit Nein, weil ich nichts mehr zu verlieren habe, meint er, ich stimme mit Nein, weil ich hoffe, etwas zu gewinnen. Wir Griechen sind schlau und berechnet. Ich habe nichts zu verlieren, kann nichts mehr geben, heißt so viel wie, ich hoffe, noch etwas mehr zu bekommen. Man konnte es als Referendum für oder gegen die Sparmaßnahmen, für oder gegen den Euro oder aber für oder gegen den Premierminister sehen. Und diese letzte Variante war es, die aus dem Referendum das machte, was die Franzosen ein Plebiszit nennen, die Bestätigung einer Person und ihres Auftrags. Wenn man es so sieht, hat der Premierminister die Wahl gewonnen. Für Alexis Tsipras ist das ein politischer Sieg. Damit hat er die Führungsrolle. Denn ich weiß nicht, ob das vorher innerhalb des Syriza so klar war. Jetzt muss er einen Flügel abstoßen und er muss Varoufakis loswerden. Was er sofort nach seinem Sieg auch tut. Das gibt ihm politisches Gewicht. Ich habe gehört, wie jemand sagte, wenn schon Sparpaket, dann ertrage ich es lieber zusammen mit Tsipras, denn zu ihm habe ich Vertrauen. Ehrlich gesagt war ich nicht sehr überrascht über das Nein des Referendums. Ich hatte die Kampagne sehr genau mitverfolgt. Sie konzentrierte sich auf eine Frage, die sich in der Form, wie sie den Griechen präsentiert wurde, gar nicht stellte. Durch die Kampagne wurde alles viel positiver und für die Griechen vorteilhafter dargestellt. Da erschien es mir ganz klar, dass die Griechen nach all diesen Beschönigungen gar keine andere Wahl hatten, als mit Nein zu stimmen. Ich war im Gegenteil erstaunt, dass 40% der Griechen Ja gesagt hatten. Wenn man sie fragen würde, ob sie mehr Steuern zahlen und Kürzungen bei der Mindestrente akzeptieren würden, ob sie wollen, dass die Tarifverträge verletzt und die Löhne gedrückt werden, was würden sie sagen? Welches Volk, es sei denn, es wäre weise, und es gibt keine weisen Völker, welches Volk würde zu solch einem Horrorszenario Ja sagen? Zu einem Programm, das den Griechen auf diese Weise vorgestellt wurde. Die anderen haben ihm das nicht verziehen und sagten sich, wir können ihm nicht vertrauen. Also können wir auf dieser Basis nicht zu einer Einigung kommen. Nach dem Referendum wandten sich alle Gläubiger und Institutionen an Tsipras und sagten, gut, du hast ein Referendum gehabt, und jetzt? Jetzt brauchst du ein Abkommen, aber das wird auf unseren Bedingungen basieren. Und Tatsache ist auch in der Frage, ob es für Griechenland vielleicht die bessere Lösung wäre, für eine bestimmte Zeit aus dem Euro auszuscheiden, um dann wieder einzutreten, aber dazwischen eine Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen, also Time-out. In der Frage waren am Schluss 15 Finanzminister derselben Meinung, der, die ich auch vertrete, und 3 waren anderer Meinung. Aber da kann man nicht von einem deutschen Diktat sprechen, wenn 15. An sich sind die Beratungen in der Eurogruppe vertraulich. Heute ist Freitag, der 10. Juli. Gestern hat die griechische Regierung ihren Vorschlag unterbreitet, der Einsparungen von 12 oder 13 Milliarden Euro vorsieht. Dazu will ich nur erwähnen, dass bei dem Referendum, welches die Griechen abgelehnt hatten, von 8 Milliarden die Rede war. Zwischen Sonntag und gestern hat sich die Summe täglich um 1 Milliarde erhöht. Il aurait pu payer un
Es wäre billiger für ihn gekommen, wenn er den Vorschlag aus dem Referendum, den er den Griechen so madig gemacht hat, akzeptiert hätte. Wenn wir ohne Referendum zu einer Einigung gekommen wären, hätte die griechische Wirtschaft in diesem Jahr um rund 3% wachsen können. Jetzt haben wir im günstigsten Fall eine Rezession von 3%. Das ist eine Tragödie, an der natürlich wir Griechen, aber zum Teil auch unsere Gläubiger schuld sind. Dass die Maßnahmen so hart sind, liegt nicht allein an der Boshaftigkeit der Europäer. Objektiv gesehen ist die griechische Wirtschaft am Ende. Je mehr sich die Situation verschlimmert, desto härtere Maßnahmen sind notwendig. Wenn sich eine Grippe ankündigt, man aber nichts dagegen unternimmt und sie sich zu einer Lungenentzündung entwickelt, dann muss man eben stärkere Medikamente nehmen. So ist das, da kann man nichts machen. Es stimmt schon, dass Herr Tsipras und Herr Varoufakis die harten Männer gespielt haben in Deutschland. Dort, wo es hieß, man kann diesen Leuten nicht trauen. Da man ihnen nicht trauen und man sie nicht ernst nehmen kann, fordert man von ihnen ein Programm, das sehr streng kontrolliert wird und äußerst harte Bedingungen enthält. Mit Reformen, die schwer umzusetzen sind. Das war von Anfang an Wolfgang Schäubles Einstellung. Es handelt sich dabei nicht wirklich um ein deutsches Diktat. Denn es gab andere Regierungen, die noch mehr forderten als Deutschland. Man kann leicht behaupten, die Deutschen wollten die Griechen demütigen. Aber das stimmt nicht, denn andere Regierungen wollten sogar noch weitergehen. Auch wenn viele das anders sehen, glaube ich, dass auch Wolfgang Schäuble keinen Grexit wollte. Wirklich nicht. Ich denke, er hat durchkalkuliert, was uns das gekostet hätte. Aber im Gegenzug sagte er, wenn die Griechen schon in der Eurozone bleiben, dann zu den Bedingungen, die für alle Länder der Eurozone gelten. Sie müssen also dieselben Einschränkungen akzeptieren wie die anderen auch. Erst recht, wenn sie von einer sehr linksgerichteten, unorthodoxen Partei regiert werden. Seine Strategie war, mit dem Grexit zu drohen, um Tsipras in die Knie zu zwingen. Ich glaube, das war sein Ziel. Und er hat es erreicht. Der Grexit ist eine Waffe, eine Taktik, ein Mittel zum Zweck. Das Problem ist nur, sobald man mit dem Grexit droht, ist der Wurm drin. Wir möchten eine Schuldenregelung, ohne dass die europäischen Steuerzahler ihr Geld verlieren. Aber die Schuldenlast darf nicht so hoch bleiben, denn das kann unsere Wirtschaft nicht stemmen. Wir wissen, dass die Schuldenlast extrem schwierig zu begleichen ist. Aber das sind auch die Schulden der Gläubigerstaaten. Und Staatsschulden sind Schulden, die jeder einzelne Bürger trägt. Da kursieren Zahlen, die zwar reine Theorie, aber trotzdem nicht falsch sind. 1.000 Euro pro Franzose. Das gilt zwar bis 2040, niemand muss morgen 1.000 Euro bezahlen, aber man bekommt einen Eindruck. Also wird sich keiner für einen Haircut, einen Schuldenschnitt aussprechen. Kein Mitgliedstaat wäre dazu bereit. Aber wenn diese Schuldenlast erleichtert werden kann, etwa durch Reprofilierungsmaßnahmen, sind wir dabei. Unter einer Bedingung. Reformen. Irland zum Beispiel, das vor 10 Jahren als Paradebeispiel für die EU-Erweiterung galt, musste höchst unpopuläre Reformen einführen, welche die Iren mit ihren niedrigen Löhnen teuer zu stehen kamen. Was wir jetzt von den Griechen verlangen, ist nicht schlimmer als die Anstrengungen, die andere schon in Kauf nehmen mussten. Ich glaube schon, Griechenland wird ein wenig Zeit brauchen, aber Griechenland wird einsehen, dass die Anforderungen im 21. Jahrhundert so sind, dass man, wenn man an dem Lebensstandard, den ja auch der sozialen Sicherheit, an den unglaublich vielen Möglichkeiten, die die Welt der Globalisierung uns heute allen bietet, wenn man daran teilhaben will, muss man mehr Bedingungen erfüllen, als Griechenland in den letzten Jahrzehnten geschafft hat. Sonst wird man das auf die Dauer nicht leisten können. Das ist der Wille, der die Völker in Osteuropa angetrieben hat, Europa beizutreten, weil sie an dieser
nicht nur Wohlstandsverheißung, auch an dieser Freiheitsverheißung, die damit verbunden ist, an dieser Verheißung für mehr soziale Gerechtigkeit. Wie lange wir wohl brauchen werden, um eine öffentliche Administration aufzubauen, wie sie in den anderen EU-Staaten existiert? Schwer zu sagen. Das Hauptproblem ist nicht einmal die Reform der Institutionen oder der Gesetze. Es ist das Vertrauen in die Verwaltung als solche, auch seitens der Bürger. Gegenüber den Vorgängerregierungen haben wir einen Vorteil: mehr Vertrauen und Unterstützung durch unsere Wähler. Wenn wir diesen Vorteil nutzen, um einen Mentalitätswandel herbeizuführen, werden wir sehr schnell Erfolg haben. Ich persönlich bin Optimist. Ich glaube, schon nach 2 Jahren werden wir deutliche Änderungen sehen. Das Abkommen stellt an alle hohe Ansprüche. An die Griechen, die sehr harte Reformen einführen müssen, und damit sollten sie schleunigst beginnen, aber auch an die Kreditgeberstaaten. Denn 82 Milliarden Euro, das ist zwischen 2- und 5-mal so viel, wie es uns gekostet hätte, wenn wir das Problem gleich angepackt hätten, als Tsipras an die Regierung kam. Die eigentliche Frage ist, ob sich das Abkommen als praktikabel erweist. Wird es den Griechen zu Wachstum, Investitionen und Attraktivität verhelfen? Die griechische Wirtschaft ist relativ bescheiden. Sie macht nur 2% des Bruttoinlandsproduktes der EU aus und ist recht flexibel. Sie kann wachsen, aber auch schnell einbrechen. Nach meiner Ernennung zum Kommissar musste ich die Wintervorhersage machen. Das war am 4. November 2014 und die Prognose für Griechenland war 3% im Jahr 2015. Aber die 7 Monate Unsicherheit und Untätigkeit haben daraus -3% gemacht. Ich glaube nach wie vor, dass Griechenland sich nächstes Jahr wirtschaftlich erholen kann, aber nur, wenn es an Vertrauen gewinnt. Dieses Vertrauen in die Umsetzung der Reformen fordert Alexis Tsipras erneut vom griechischen Volk. Am 20. August 2015 reicht er seinen Rücktritt ein. Πάμε το συντομότερο δυνατό και με τον πολιτικό πολιτισμό που μας αρμόζει σε μια εκλογική διαδικασία στο ελληνικό λαό να κρίνει με ποιον τρόπο η χώρα θα μπορέσει να οδηγηθεί ασφαλέστερα και συντομότερα στην έξοδο από αυτή την κρίση. Als er am 20. September bei vorgezogenen Neuwahlen erneut als Sieger hervorgeht, entledigt er sich seines antieuropäischen linken Parteiflügels. Die Griechen setzen hohe Erwartungen in ihren jungen Regierungschef, der sich von der lokalen Vetternwirtschaft nicht beirren lässt. Seine Kapitulation gegenüber den Gläubigerstaaten haben sie ihm verziehen. Wird Alexis Tsipras der Retter sein, der Griechenland zu einem modernen Staat mit einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft umbaut? Immerhin haben die Griechen zu Sparpolitik und Reformen nun endlich Ja gesagt. Ja allerdings nur mit Alexis Tsipras.